Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute zocke ich mit euch Starblazer. Starblazer ist ein Echtzeit-Strategiespiel, was im Weltall spielt. Und wir haben eine Flotte zur Verfügung. Und ja, die Flotte können wir uns auch anpassen, wie wir wollen. Die kann man editieren. Und ja, jedes Schiff, was es da gibt, hat eine andere Fähigkeit, die wir dann auch im Schlachtfeld auch nutzen können. Also echt cool gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, zur Steuerung und so weiter kommen wir gleich noch. Ich habe das Spiel im Sitzen und im Stehen gespielt und beides klappte echt super. Das Gameplay habe ich im Stehen aufgenommen, aber vorab habe ich ein bisschen so im Sitzen gespielt und das klappte auch echt gut. Negativ ist, ich habe jetzt nur die Teleport-Funktion gehabt, also nur Teleport, kein Free Locomotion, und das störte mich so ein bisschen. Wir haben Snapturn zur Verfügung, ist natürlich cool, dass auch Snapturn da ist, aber dieses nur Locomotion, das nervte mich so ein bisschen. Aber gut, vielleicht kommt das noch, ist ein Early Access Titel. Aber ansonsten hat mir das Spiel Spaß gemacht. Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ich konnte nicht mehrere Schiffe gleichzeitig markieren und denen einen Befehl erteilen. Ich konnte immer nur eins anklicken und einen Befehl erteilen. Das wäre noch cool, wenn das gehen würde. Vielleicht geht es auch und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe mehrere Sachen probiert, bei mir hat es nicht geklappt. Und ja, ich möchte auch gerne mal so eine Gruppierung machen von drei Schiffen und sagen, okay, flieg jetzt dahin und schieß da drauf. Also das wäre ein bisschen praktischer. Schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, ist so ein bisschen ein Spiel, was meiner Meinung nach untergeht, und das zu Unrecht, weil es ist ein Indie-Titel, der ist echt nett umgesetzt und ist auch sogar momentan im Angebot. Und ist erschienen schon am 21. Dezember 2018. Ja, wie ich gesagt habe, Early Access. Da gibt es aber momentan 50% drauf und 50% ja, ist echt mega, also 8,39 € und ich finde, für 8,39 € kann man hier echt zuschlagen, meiner Meinung nach. Echt cool gemacht und ja, ist für alle gängigen Brillen, Valve Index, HTC Vive Rift und die WMR-Brillen sind dabei. Man kann sitzen, man kann stehen spielen, also echt nicht schlecht. Es hat einen Online-PvP-Modus, den habe ich noch nicht getestet, denn ja, ich habe mich noch nicht fit genug gefühlt dafür, weil ich hatte teilweise auch schon am Anfang Probleme gegen die KI zu spielen. Nachher ging es dann. Hat sogar plattformübergreifenden Mehrspieler, also auch echt cool. Ja, ist alles nur in Englisch, auch Text, aber da braucht man eigentlich nicht so viel Text. Wenn man einmal verstanden hat, wie die, sag ich mal, wie die Schiffe, was die für Funktionen haben, Fähigkeiten, dann braucht man da eigentlich auch gar nichts anderes mehr. Wir haben momentan vier Maps, wo wir drauf spielen können. Mal klein, mal ganz klein, mal riesig. Also auch nicht schlecht gemacht. Ja, das eigentlich dazu. Und wenn euch das Gameplay nachher gefällt, dann würde ich sagen, kauft das Spiel, unterstützt den Entwickler. Denn echt cooler Titel, meiner Meinung nach. Und wenn die da so ein bisschen dran arbeiten, ja, vielleicht wird es dann noch was. Ich habe das mit dem Free Locomotion schon dem Entwickler mitgeteilt. Das sage ich auch gleich im Video noch, dass mich das so ein bisschen stört. Und ja, vielleicht kommt da auch noch ein Update raus und man kann es halt in den Einstellungen dann einstellen, dass man Free Locomotion nutzen kann oder möchte, anstatt dieses Teleport. Wie gesagt, cooler Titel und ich hoffe, die arbeiten dann noch weiter dran. Ist, wie gesagt, seit einem Jahr in der Early Access und ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das weiß man ja nie. Aber 6 Nutzer-Reviews sind echt wenig und ja, vielleicht kommen da jetzt noch mehr dazu. Ich werde da auch noch was zu schreiben und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. So Leute, hier sind wir in Starblazer im Anfangsbildschirm und hier fliegen auch schon überall die kleinen Raumschiffe rum, die wir gleich zur Verfügung haben in dem Echtzeit-Strategiespiel. Und ja, hier haben wir schon mal so einen kleinen Medic, ne? Sehen wir hier oben auf in diesem Kreuz. Der kann andere Raumschiffe reparieren. Das sind Bruiser, die fungieren so eine Art als Schutzschild und er kann andere Raumschiffe auch einfach nur wegdrücken, ne, abhalten. Das sind unsere kleinen Fighter. Wir haben zwei Laserkanonen und ja, halt Standardgeschütz. Das sind hier unsere Scharfschützen. Die sind sehr effektiv auf Reichweite. Ne, sieht man auch schon hier. Sieht aus wie ein kleines Scharfschützengewehr. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Hier kann man das Menü öffnen. Settings haben wir ganz, ganz wenig nur. Wir können Game Mode Full oder Arcade machen und ja. Ich habe jetzt hier Full Modus.
mehr können wir nicht machen. Dann haben wir noch einen Demo-Raum, in dem wir lernen, für was alle Raumschiffe da sind. Und ja, den kann ich euch eigentlich mal ganz kurz zeigen. So. So, hier sind wir schon und jetzt schauen wir uns mal hier diese Raumschiffe an. The most basic and versatile of the ships, designed for agile dogfighting and mid-range combat. Na, hier sehen wir, was die können, die einzelnen Raumschiffe, für was die da sind. Ja, ist halt unser normaler Fighter, wie ich eben gesagt habe. Das ist der Sniper. Long-range weapon for attacking from afar. Slow to move in fire, but deadly from a distance. Langsam, aber tödlich. The Splitter. Na. The Bruiser. So, da sehen wir, was der kann. Wenn einige von diesen kleinen Fightern kommen, kann man den einsetzen und der drückt die quasi kaputt. The Splitter. Und die sind mega effektiv gegen diese Art Raumschiffe. Und halt natürlich auch gegen andere. Also der beschädigt die Hülle. The Builder. Use this to create any ship to join your fleet. Some ships take longer than others to build, but any ship can be built. Ja, hier kann man immer wieder Nachschub holen, andere Raumschiffe bauen. The Flagship. The most important ship to protect, the Flagship controls your entire fleet. Destroy and capture the enemy's flagship to win the game. Ja, den müssen wir halt immer wieder beschützen, sonst ist das ganze Spiel vorbei und wir müssen das gegnerische Flaggschiff halt zerstören. The Seeker. Use the Das geht gar nicht mehr zu Ende da. So. The Seeker. The Seeker. Disrupt enemy abilities. Okay, ist natürlich auch nicht so verkehrt, was der da gerade macht. Also der zerstört irgendwelche Eigenschaften von den... Macht die handlungsunfähig, wie es aussieht? The Spectre. The cloaking capabilities of this ship allow it to sneak behind enemy lines. This ship and any ships within its radius. Okay, ist ganz gut erklärt, ne? Der macht andere von uns unsichtbar und man kann sich dann wirklich ranschleichen mit denen. The Medic. Healing abilities can repair ally ships and restore shields. Any damage. Auch eigentlich ganz einfach. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal. Engage the mind of your opponent in Starblazer. So, jetzt gehen wir mal in den War Room. Und hier sind wir auch schon im War Room. Von hier aus kann man das Spiel starten. Hier kann man halt noch einen Namen ändern. Ich habe den schon angepasst auf Tupac VR. Und hier kann man sich eine eigene Flotte zusammenstellen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Um uns gleich mal ein bisschen zu zeigen. So, also wir wollen uns jetzt eine komplett eigene Flotte zusammenstellen. Das heißt, wir klären das Ganze hier. Und ich bin jetzt kein Experte mit dem Spiel hier, denn ich habe jetzt vielleicht mal 15 Minuten gespielt, um das mal ein bisschen zu verstehen, das Ganze hier. Und ja, wir haben jetzt hier 500 Punkte zum Vergeben, die wir hier jetzt aufteilen können. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und am Anfang möchte ich mal zwei Sniper schon mal haben. Die können wir uns gleich noch anpassen, wo die hinstehen. Wir teilen jetzt erstmal so auf, dass die nicht hier spawnen. So, dann wäre ein Bruiser gar nicht so verkehrt. So, und den passen wir uns jetzt mal ein bisschen an, so. Ne, den können wir wirklich einsetzen, wenn gegnerische Raumschiffe kommen. Kleinere, dann können wir die ein bisschen abhalten und wegdrücken. Dadurch ab und zu auch zerstören. Ein Medic ist mega wichtig, meiner Meinung nach. Dann hätte ich gerne noch einen Splitter. Am liebsten hätte ich zwei Splitter, aber schauen wir mal, wie wir noch klarkommen. Fighter. So, stell dich mal hier hin. Hier, so. Da geht auch keiner mehr kaputt. Okay, ein Medic haben wir. Drei Fighter. Drei Fighter passt. Und dann haben wir noch 80 Punkte zu vergeben, ne? 80 Punkte zu vergeben. Könnten wir zwei Fighter noch nehmen?
Einen Bruiser könnten wir nehmen. 90 wären mir lieber. Dann würde ich noch einen Sniper nehmen und einen Splitter. Komm, wir hauen mal einen hier raus. Dann holen wir uns noch einen Sniper. Und einen Splitter. So, dann haben wir zwei Splitter. Ah. So. Dann haben wir 500 Punkte versemmelt, sage ich mal. Also ich finde es schade, dass man hier kein Free Locomotion einbaut, muss ich dem Entwickler noch sagen, weil klar geht das natürlich, aber ist ein bisschen unschön, sage ich mal. So, jetzt können wir uns die hier anpassen. Bauen wir hier mal zwei auf der Seite. Die bauen wir hier noch ein bisschen vor. Splitter können hier mal hoch. Der Medic wacht hier so ein bisschen. Dann kann er notfalls das Flaggschiff auch wieder reparieren. Gucken wir uns gleich mal an. Ha! So. Sieht da gar nicht so verkehrt aus, oder? Der Splitter muss noch eine Idee runter. Ja. So. Schauen wir uns nochmal an. Das sieht ganz gut aus. Hier können wir jetzt die Farben ändern. Ah, ich will so ein richtig dunkles Schwarz, genau. Und dann machen wir das hier. Leicht blau sieht eigentlich ganz cool aus. Komplett schwarz? Nee. Komm, das nehmen wir. Das sieht eigentlich so ganz cool aus. Die Flotte speichern wir jetzt. Also an Flotte 1 haben wir jetzt diesen Stand. Und damit können wir jetzt auch in den War Room gehen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Der ist ja eben schon mal im Weltall ein bisschen rumgeflitzt. So. So, das Ganze kann man natürlich auch gegen andere Leute spielen. Ich spiele jetzt aber erstmal gegen die KI, also AI-Bot. Ist auch noch in der Beta-Phase, wie wir hier sehen. Und hier kann man verschiedene Maps auswählen. Nehmen wir Icarus mal, die hatte ich noch gar nicht. Mal gucken, wie die aussieht. So, machen wir erstmal easy, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. So, hier sind wir auch. Choose your fleet. Ah, das, die haben mal so ein bisschen wirklich mit Asteroidenfeldern. Ist auch eine bisschen größere Map, als ich eben mal gespielt habe. Und ja, jetzt wählen wir mal aus. Der kann schon mal die ganze Zeit doch auf die ballern. Au! Oh. Okay, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. So, Bilder. Bild Fighter. So, und der soll noch einen Sniper bauen. So. Ah, das ist gut. So, wir müssen aber langsam mal hier auf Abfangkurs gehen. Oh, die sind aber jetzt gar nicht so schlecht. Die halten mich ganz gut auf Trab, würde ich sagen. Wo haben wir unseren Medic? So, der kann schon mal hier ein bisschen reparieren. Ich bin momentan nur ein bisschen am Agieren hier. Anstatt wirklich mal was zu machen.
So, jetzt. Ich versuche jetzt mal anzugreifen. Ah, okay. Scheiße. Ab zum Fighter da. Wie baut er die denn jetzt? Das verstehe ich ja noch nicht so ganz. Da kommt der Bruiser, der kann mal hier zu den Fightern. Ich gehe hier jetzt echt unter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas bauen kann. Fire everything. Das ist gut. Ich muss mal zwei Sniper-Einstellungen bringen. Okay, der baut wirklich. Die bauen wirklich, okay. So, der soll mal da so ein bisschen aufpassen. Okay, Auftrag. So, jetzt greifen wir an. Jetzt alles, was wir haben, aufs Flaggschiff. Jetzt kommt der Splitter noch und das war's dann. So, der muss vom Sniper jetzt noch einen kriegen. Eigentlich. Checkmate. Yes. Das war meine Wand. Okay, ich habe erstmal nur reagiert. Dann hatten die natürlich nicht mehr genug an Flotte und dann ging es relativ schnell. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hin müssen. Da. So, probieren wir nochmal eine andere Map. Inkomplex, ja. Okay, auch nochmal easy. Flotte 1. Genau, das ist das, was ich schon eben so ein bisschen im Training gemacht habe hier.
ist relativ klein, dann ist das ein bisschen übersichtlicher, das Ganze. Und los geht's. So. Schnell die Splitter, die hier ankommen, vernichten. Kann ich jetzt auch noch zusätzlich einen hier verbinden? Nee. Okay. Zwei Splitter auf den großen. Komm, drei. Medic? Ja, ich will noch einen Medic haben. So, das läuft doch ganz gut. So, den direkt auch mal kaputt machen. Den greifen wir an. Wir können natürlich auch mal das Flaggschiff angreifen. Diesen Bilder. So. Der Splitter hat den gleich. So, die müssen mal mehr bauen hier. You're the bestest in the whole world. Okay, das war relativ einfach jetzt. Okay, nochmal neu. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Nehmen wir mal eine andere Map. Saffron. Okay. Choose your starting fleet. Das ist aber jetzt hier direkt nah dran und geht direkt los. Show them who's boss. So, Sniper aufs Flaggschiff drauf. Oh, jetzt wird's kritisch hier. Jetzt wird's. Ich brauch Splitter. You totally destroyed them. Okay, aber die Map gefällt mir nicht, weil es geht ja direkt los. Von daher fand ich so ein Mittelding schon besser. Schauen wir mal die andere Map noch an, dass wir dann auch mal jedes gesehen haben. So, also Saffron war jetzt nicht so mein Fall. Blossom gucken wir uns jetzt mal an. Wow, die ist. Choose your starting fleet. Also die ist riesig. Die ist mal riesig. Okay, hier werde ich meine Probleme haben, definitiv. This is war. So, wir müssen direkt hier bauen. Ja.
Ich würde gerne die jetzt direkt markieren, dass die als Gruppe losfliegen. Geht gar nicht. Okay, jetzt hat er definitiv... Komm. Wir greifen jetzt von hinten an. Damit rechnen die nicht. Also die Wegpunkte funktionieren schon mal gut. Sniper. Hier bauen wir nochmal einen Medic. Okay. Los. Fliegt. Der kommt jetzt an. Jawohl, sehr gut. Wenn die das schon nicht mehr bauen können. Ah, wir hätten mehrere auf den Weg schicken müssen, mehrere Splitter. So, jetzt greifen wir die an. Arschkarte für euch, Leute. Komm, komm, komm. Wenn die Bilder weg sind, haben die verloren. Okay, das wird auch so sein. So, der soll sich mal so langsam darum kümmern. Fighter. Wir wollen nur noch Fighter jetzt. Schieß! So, los geht's. Also ich würde gerne gruppieren können. Weiß ich momentan nicht, wie das funktioniert. So, haben wir denn unseren Kandidat? Wo ist der abgehauen? Da! Ha. So, schauen wir uns schön an, wie der zerstört wird.
Victory is yours. Also Teleport geht mir hier so ein bisschen auf den Sack, muss ich echt ganz ehrlich sagen. Also die Map war jetzt schon arg groß, ne? Komm, machen wir mal die erste nochmal. Die war ein bisschen am übersichtlichsten, fand ich. Und das auf Medium. Mal gucken, wie die da reagieren. Wir wählen unsere Flotte 1. Machen wir das so als Abschluss. Wenn ich verliere, verliere ich halt. Obliterate them all. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen. Auf Zerstörungskurs. Bauen. Die Splitter machen ihre Arbeit ganz gut. Gucken wir uns das nochmal kurz an hier, wie es aussieht. Medic will nach Hause. Da war aber nicht. Schauen wir uns nochmal den Spectre an. So, der wird jetzt ins Visier genommen hier. By everything. So, alles drauf. Oh, noch der dicke Bruiser, aber das ist... You won. War jetzt relativ einfach. Komm, eins können wir noch machen, wenn es jetzt so schnell ging. Also ich muss sagen, dass von der Raumaufteilung her gefällt mir das am besten. Das war jetzt echt viel zu riesig. Das können wir, Icarus können wir natürlich auch nochmal machen, das auf Medium. Legen wir nochmal los. Choose your fleet. Also bisher hat mir die Flotte ganz gut gefallen. Ganz stimmig. Jetzt versuchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen offensiver auch zu agieren, weil beim letzten Mal war das ja echt übel. So, wir gucken mal jetzt, dass wir ein Bilder auf jeden Fall wegkriegen.
ist schon mal gar nicht so schlecht, dass der hier... Ja. Wenn die das jetzt noch nicht gecheckt haben... Greifen wir schon mal an. Müssen wir noch mal ein bisschen bauen. Na geil, da hinten habe ich schon was geschafft. So. Leute! So, und jetzt, ich glaube, jetzt können wir mal langsam in Richtung feindliche Basis. Okay, der ist jetzt getarnt. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn der jetzt getarnt ist, wie lange geht das mit dem Tarnen? Okay, versuchen wir mal. Seeker. Kriegen die den aufgespürt dann? Ah ja. You lost. You lost? Hä? Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ich muss mich geschlagen geben. Ist natürlich übel, aber gut. So ist das Spiel. Ich habe mich zu sehr konzentriert darauf, den jetzt unbedingt zu finden. Hab nicht gesehen, dass die noch so einen Bruiser haben. Gut, ist halt so. Ja, also mir gefällt es. Ist ein echt cooles Spiel. Also wer so auf Echtzeit-Strategiespiele steht, der ist ja echt gut bedient. Es müsste noch ein bisschen was verbessert werden. Wie gesagt, besonders Free Locomotion müsste meiner Meinung nach rein. Dieses ständige Teleport. Ja, Snapturn ist halt drin. Ist ganz cool. Aber ansonsten, ja, möchte ich mich gerne mit einem Stick wenigstens in Free Locomotion bewegen. Das werde ich auch jetzt direkt mal den Entwickler schreiben. Vielleicht kommt da noch ein Update rein und die bringen das da rein, dass man das optional vielleicht auswählen kann, wie es bei vielen Spielen so ist. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Spiel oder das Video wie immer gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Wäre echt nice, denn wir sind immer noch auf Road to 1000. Also wäre nice, wenn ich die 1000 in den nächsten ja, halben Jahr, sage ich mal, knacken kann. Ja Leute, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.